Es ist Sommer und einer dieser wenigen Tage, die wirklich schön und warm sind. Und man verbringt sie natürlich am liebsten mit Freunden am See oder am Strand. Doch wie so oft zieht genau dann ein Gewitter auf. Die erste Sorge liegt natürlich bei euch selbst. Aber nicht nur ihr, sondern auch euer Zuhause kann gefährdet sein. Ihr könnt euch schnell in Sicherheit bringen, aber was passiert mit eurem NAS, während ihr gerade eure Bilder und Videos hochladet? Das erklären wir in diesem Video. Was viele nicht wissen, eine Überspannung durch einen Blitzschlag kann euer NAS-Gerät ernsthaft beschädigen und im schlimmsten Fall all eure Daten unzugänglich machen. Der Blitz kann bis in eure Geräte vordringen und dort die Elektronik beschädigen. Dies kann dann dazu führen, dass sowohl das NAS selbst als auch die darin erhaltenen Festplatten so stark beschädigt werden, dass ihr nicht mehr auf eure Daten zugreifen könnt. Und genau hier kommen Backups ins Spiel. In diesem Video erklären wir, warum regelmäßige Backups so wichtig sind, welche Regeln es gibt und wie ihr eure Daten effektiv schützen könnt. Lasst uns tiefer in die Welt der NAS-Geräte und Backups eintauchen und zeigen, warum eine starke und sichere Backup-Struktur so wichtig ist. Nicht nur ein Blitzeinschlag, sondern auch Defekte oder alte Hardware, Stromausfälle und Ransomware sind Ereignisse, die jedem von uns passieren können. Ein NAS ist eine großartige Möglichkeit zur Datenspeicherung, aber es ist entscheidend, auch zusätzliche Backup-Strategien zu haben, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Nicht nur ein Blitzeinschlag oder eine Überspannung, bei der der Blitz schlimmstenfalls bis in eure Geräte vordringt und dort erheblichen Schaden anrichtet, können gefährlich für eure Daten sein. Auch Stromausfälle können Elektronik und Steuerung beschädigen, wobei besonders Laufwerke anfällig sind. Zudem können übermäßige Wärme oder ein Firmwarefehler die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Festplatte beeinträchtigen, was zu Datenverlust führen kann. Ein weiterer Faktor, der leider in den letzten Jahren zunehmend bedrohlich geworden ist, ist Ransomware. Ransomware ist eine Art von Schadsoftware, die auf verschiedene Weise eure Daten angreifen und verschlüsseln kann. Gemeinsam haben sie alle, dass am Ende ein Geldbetrag gefordert wird, um zu verhindern, dass die Daten dann gelöscht werden. Diese Malware kann über Phishing-Mails, infizierte Software oder andere Geräte im lokalen Netzwerk in euer Heimnetzwerk eindringen. Sobald sie sich in eurem System befindet, installiert sie sich, durchsucht das System nach bestimmten Datentypen und verschlüsselt diese. Danach kann man weder auf die Daten zugreifen, noch Kopien erstellen. Oft ist es schon zu spät, wenn man es bemerkt. Man erhält eine Nachricht und hat nur ein kurzes Zeitfenster, um meist in Kryptowährung zu zahlen. Doch selbst nach einer Zahlung gibt es keine Garantie, dass man seine Daten zurückbekommt. Ihr seht also, wie schnell es passieren kann, all eure Daten zu verlieren, wenn sie nur auf dem NAS gespeichert sind. Welche Optionen gibt es also, um dem vorzubeugen und eure Daten abzusichern? Hier kommt das Backup-Prinzip ins Spiel. Am besten orientiert man sich an der bewährten 3-2-1-Regel. Die Zahl 3 bedeutet, dass ihr 3 Kopien der Dateien erstellen solltet. Die erste Kopie sind die Originaldaten. Zusätzlich sollten noch 2 weitere Kopien der Originaldaten angelegt werden. Die Zahl 2 steht für die 2 verschiedenen Medientypen. Es gibt zahlreiche Speicherlösungen. Euer NAS ist die erste. Dazu könnt ihr eine externe Festplatte oder einen USB-Stick nutzen. Die Zahl 1 am Ende steht für ein Offsite-Backup. Mindestens eine der Kopien sollte an einem externen Ort aufbewahrt werden. Es kann entweder ein Cloud-Backup oder ein physisches Backup an einem anderen Standort sein. Damit seid ihr vor lokalen Ereignissen wie Bränden, Diebstahl oder anderen Katastrophen geschützt. Mit diesem System seid ihr nahezu vor allen Eventualitäten gewappnet. Nachdem wir die 3-2-1-Regel für sichere Backups erläutert haben, müssen wir noch einen anderen wichtigen Punkt ansprechen, den viele missverstehen. Viele glauben, dass ihre Daten mit einem RAID bereits ausreichend gesichert sind. Das ist ein Fehler. Ein RAID bietet nur Redundanz, jedoch keinen umfassenden Schutz. Oft wird ein RAID in einem NAS fälschlicherweise als vollständiges Backup angesehen, was ein gefährliches Missverständnis darstellt und erhebliche Risiken birgt. RAID, was für Redundant Array of Independent Disks steht, sorgt tatsächlich für Redundanz und häufig auch für bessere Leistung. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass RAID-Systeme keine komplette Backup-Lösung bieten. RAID-Systeme verteilen Daten auf mehrere Laufwerke, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und vor Festplattenausfällen zu schützen. Das bedeutet, wenn ein Laufwerk ausfällt, können die Daten von den verbleibenden Laufwerken wiederhergestellt werden.
Das klingt alles ziemlich gut, aber was sind die negativen Aspekte? Hierbei sind einige wichtige Punkte zu beachten. RAID schützt nicht vor menschlichen Fehlern, Malware oder beschädigten Dateien. Wenn Daten versehentlich gelöscht oder von einem Virus infiziert werden, kann RAID diese Dateien nicht wiederherstellen. Auch bei physischen Schäden wie einem Brand oder einer Überschwemmung sind alle Festplatten im RAID gefährdet. Daher ist entscheidend zu verstehen, dass RAID nur einen Teil der Datensicherungsstrategie ausmacht. RAID kann die Verfügbarkeit und Redundanz verbessern, ersetzt jedoch nicht die notwendige Regelmäßigkeit externer Backups. Diese Backups sollten, wie bereits erklärt, nach der 3-2-1-Regel erstellt werden. 3 Kopien, 2 verschiedene Medientypen, wobei eine extern gelagert ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass man ohne Backups das Risiko eingeht, alle seine Daten bei Stromausfällen, defekter Hardware oder Ransomware-Angriffen zu verlieren. Die 3-2-1-Regel bietet umfassenden Schutz vor nahezu allen Gefahren. RAID-Systeme sorgen lediglich für Redundanz und verbesserte Verfügbarkeit. Nur die Kombination von RAID-Systemen und der 3-2-1-Regel gewährleistet, dass eure Daten sicher und zugänglich bleiben. Nehmt euch am besten gleich nach dem Video euren ASUS Store NAS und richtet euer eigenes Backup-System ein. Nutzt den ASUS Store Backup-Plan, stellt ein Samba-Backup ein und verwendet ein zusätzliches Cloud-Backup. Mit MyArchive könnt ihr eure Daten sogar an einem anderen Standort sichern. Diese und viele weitere Optionen bietet euch ASUS Store, um eure Daten effizient und einfach abzusichern. Habt ihr noch Fragen zum Video oder Vorschläge für neue Inhalte? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.